Was ist los, Herr Pfarrer? Geht bei Uhr falsch. Bei mir ist 1:30 durch. Termin beim Bischof haben wir um 4, oder? Also haben wir noch überhaupt keinen Zeitdruck. Nö. Warum fahren wir noch mit den Narischen? Wir sind gerade noch eine Kurve vom Jenseits. Weil uns nichts passieren kann. So? Ja, erstens sitze ich am Steuer und zweitens holt der Herrgott einen wie Sie sowieso ganz spät zu sich. Na Gott sei Dank, jetzt wär's vernünftig, Rosshauptnerin. Nee, der Tank ist Fuzzi leer. Na, nicht. Frau, was Süßes. Hätte nie gedacht, dass meine letzte Mahlzeit einmal ein Schokoriegel ist. Das habe ich jetzt aber gehört. Das habe ich ganz genau gehört, Herr Pfarrer. Überfall! Lass ihn los, lass meinen Kumpel aus! Los, das Auto! Wehe, du machst Schwierigkeiten. Los, gib mir die Autoschlüssel! Schlüssel! Ja, damit! Also! Da stehen bleiben! Und meine ganze Tageskasse. Über 300 €. Was hat denn, warum sie den Buben die Autoschlüssel geben? Die waren bewaffnet! Das war doch ein Wasserbistol, haben sie es nicht gesehen? Wir haben meine ganzen Tageseinnahmen. Ach, na, unser Auto ist extra viel schlimmer. Erst einmal rufen wir lieber Polizei, das heißt, das kann eigentlich ich machen. Wenn wir in 2 Stunden einen Termin beim Bischof und sehr bald werden wir mit dem leeren Tank nicht kommen. Ja, hier Pfarrer Braun, Guido Braun, ich habe einen Tankstellenüberfall zu melden und einen Wagendiebstahl. Ich schicke Ihnen eine MMS von den Tätern am besten rüber. Wo sind wir da? Tankstelle zwischen Langen-Kleindorf und Wordersrede ob der Schlei. Langendorf und Worders was? Langen-Kleindorf. Aber machen Sie es doch selber. Und Sie rufen an der Taxe, dass wir rechtzeitig zum Bischof kommen. Ja. Oh, schauen Sie sich an, Monsignore Mühlich, wie ein Opferlamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Etwas drastisch formuliert, Pfarrer Braun, aber die Richtung stimmt. Und Sie sind dazu da, um mein Blut mit einer silbernen Opferschale aufzufangen, stimmt's? Wenn mich mein Bischof dazu auffordert. Befreie jene, die man zu Tode schleppt und die zur Hinrichtung wanken, rette sie doch. Sprüche Salomon? 1124, genau. Das weiß der Bischof bestimmt wieder nicht. Das dürfte heute Ihr einziger Triumph bleiben. Mein lieber Guido. Herr Bischof. Wir haben uns aber lange nicht gesehen. Eine Woche? Eine Woche? Mir kommt es vor wie eine halbe Ewigkeit. Sprüche Salomon, 1124. Die Ewigkeit kann man nicht teilen, Exzellenz. Wie recht Sie haben, Guido. Aber bitte, nehmen Sie doch Platz. Und das ist das Einzige, was Sie nehmen können. In Ägypten haben Sie vor kurzem ein versteinertes Witzbuch gefunden. Da war der Witz schon ausgestrichen. Tja, der gute Mühlich hegt eine große Liebe zum Scherz, die leider, wie viele große Lieben, unerwidert bleibt. Tragisch für beide Seiten. Sie hingegen, mein lieber Guido, lieben, außer dem Herrn natürlich, die Kriminalistik. Und werde von ihr wiedergeliebt, Exzellenz. Ja, und werden von ihr wiedergeliebt. Auch das mit tragischen Konsequenzen. Vor allem für ihre Mitmenschen. Der Bischof kirchlichen Hobbykommissar. Ja, der fand das. Ja, die dürfen das, aber sie dürfen nicht. Meine Berufung zum Kardinal steht kurz bevor, heißt es. Und da kann ich mir keine Presse dieser Art erlauben. Kommen Sie mal mit, Herr Pfarrer Braun. Aber Pfarrer Braun hat er zu mir gesagt. Pfarrer Braun, bitte. Was soll jetzt das, Exzellenz? Sie werden hier und jetzt ein feierliches Gelübde ablegen. Gelübde? Entschuldigung. Entschuldigung. Die Rosshauptlerin und die haben... Ich will es nicht hören. Sprechen Sie mir nach. Ich, Guido Braun... Ich, Guido Braun... Gelobe hiermit feierlich... Gelobe hiermit feierlich... Nie wieder kriminalistisch... tätig zu sein. Nie wieder tätig zu sein? Kriminalistisch. Kriminalistisch? Kriminalistisch tätig zu sein. kriminalistisch tätig zu sein. So wahr mir Gott helfe. So wahr mir Gott helfe. Derartig versichert habe ich mich nun doch entschlossen, Ihnen eine neue Gemeinde anzuvertrauen. Wo? Wo liegt das genau, Mühlich? Sie haben sich doch darum gekümmert. Nordharz, Bangerode, das liegt zwischen Sorge und Elend. Gottes Willen. Richtig, um Gottes Willen. Da haben doch bis vor kurzem die Kommunisten gewütet. Hm? Und vor 500 Jahren der Wittenberger. Und ganz davor die Hexen und Kobolde. Aber die sind, wie Sie wissen, bis auf wenige ausgestorben. Nur die Witzbolde sterben nicht aus. Der Harz ist doch genau das Richtige für Sie. Da gilt es zu missionieren. Wir haben da einen Marktanteil von 8,7%. Und ich habe Rom versprochen, bis Ende des nächsten Jahres zweistellig zu werden. Also, wie sagt ihr in Bayern? A's Leben ist hart und mir sahen's A. Befreie jene, die man zum Tode schleppt und die zur Hinrichtung wanken, errette doch. Salomon, Buch der Sprüche, 1124. Doch, 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 doch. Wittmer, kommst du noch rein? Eine Kiste Chateauneuf du Pape gegen eine Kiste Monte Cristo Zigarren. Guiccio. Müllich? Müllich. 1124 ist ein goldener Ring im Rüssel des Schweins, ein Weib, schön und sittenlos. Befreie jene, die man zu Tode schleppt, ist 2411. Befreie jene. 2411. Aber Sie haben doch vorhin selbst gesagt, dass... Mei, da haben wir verraten, Monsignore. Den Wein können Sie diesmal gleich mitnehmen. Geht übrigens von Ihrem Deputat ab, Mühlich. Dann schmeckt er mir gleich nur viel besser. Aber Exzellenz, was ist denn mit unserem Auto? Wir haben ja keins mehr. Mühlich wird Ihrer Haushälterin, Frau Rosshauptner, und Ihnen einen entsprechenden Wagen aus dem bischöflichen Fuhrpark aussuchen. Vergelt's Gott, Exzellenz. Monsignore, das jetzt aber nicht braucht. Was soll ich denn mit so einer Bonzenschleuder? Geil! Da brauche ich einen Schurleffe. Sein Schleimbeutel Gottes, ein ausgeschäumter Sadist. Wie soll ich nie hier wieder rauskommen, wo ich einen Armin nicht mehr habe? Hätten Sie nicht Detektiv gespielt? Das ist aus und vorbei, ein für alle Mal. Wegen diesem Gelübde? Also eher heirate ich noch mal, als dass Sie das Schnüffeln aufgeben. Denn der Hornochs hat sie geschnitten. Ich flieg ja schon! Ja, Wahnsinn, die Bahnen im Harz anscheinend nur echte Hexen halt. Hey Leute, kommt mal her! Für heute ist Feierabend, hier ist Baustopp. Hier geht nichts mehr. Wo ist denn jetzt Rosshauptnerin? Eine Frau braucht zuweilen Dinge aus der Apotheke, die einem Mann nichts angehen. Schon gar nicht, wenn er Pfarrer ist. Ja, dann bringen Sie doch vom Kiosk ein Backel Schnupftabak mit. Aber Herr Pfarrer! Nix, das hat sie auskriminalisiert. Ich bin clean, so sagt man doch, oder? Gelübde ist ein Gelübde. Nicht mehr und nicht weniger. Hier, ich habe Ihnen auch was zum Lesen mitgebracht. Nein, ich wette nicht mehr. Nie mehr. Sie haben ja auch, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, nie gewettet, sondern immer nur verloren. Mühlich, keine jesuitischen Wortklaubereien. Fallen Sie doch tatsächlich dem Braun auf den ältesten aller Tricks herein. Schon allein deswegen hätte er nicht verdient, in eine so schöne Gegend wie den Harz versetzt zu werden. Sie sind da leider übers christliche Mindestmaß hinaus gnädig, Mühlich. Sagt Ihnen der Name Happe etwas? Happe, Happe, Happe. Karl Jochen Happe. Der Ökumene Happe? Was ist denn mit dem? Happe ist Pastor der St. Katharinenkirche in Bangerode. Mühlich. Sie sind genial. Wie sind Sie denn auf den gekommen? Nachdem Pastor Happe die Gemeindefunkt St. Katharina übernehmen durfte, erklärte er sie zu einem ökumenischen Projekt, dem allerdings der katholische Teil noch fehlte, weil die Pfarrei bis dahin noch nicht besetzt war. Landesbischof Kühn, dem die ganze Richtung nicht passt, bat mich in einer Art interkonfessionelle Amtshilfe um Unterstützung. Und da ist Ihnen Pfarrer Braun eingefallen. Mühlich. Ihre intrigante Niedertracht übersteigt das christliche Höchstmaß. Sie beichten das jetzt, dann ist die Sache vergessen. Nur noch durch Hölle durch, dann sind wir da. Ah, haben Sie den Führerschein gemacht? Ah. Wo ist denn jetzt das Pfarrhaus? Martin-Luther-Straße 1. Das ist eine komische Adresse für ein katholisches Pfarrhaus. Wieso? Vielleicht bitte Sie, es wäre genauso, wenn man die CSU-Zentrale in der Karl-Marx-Allee suchen würde. Das muss es sein. Das ist ja eine Ruine. War nicht schon die Konkurrenz? Hier! Tag! Ist das Pfarrer Braun? Ja. Na, endlich! Steigen Sie bitte aus, Herr Pfarrer! Ich dachte schon, Sie kommen zu spät. Zu was? Zum Abendgebet. Die Gemeinde erwartet uns bereits. Wie heißen Sie? Oh, Entschuldigung. Karl Jochen Happe. Ich bin der Pastor von St. Katharina. Braun? Gnädige Frau? Das ist keine gnädige Frau, das ist meine Haushälterin, die Margot Rosshauptner, genannt Rosshauptnerin. Tag. Tag, Herr Pastor. Ist da bloß ein Interesse? Später, mein Lieber. Wie ist eigentlich dein Vorname? Guido. Karl Jochen. Aber alle nennen mich hier Kajo. Oh, die Zeit drängt, Guido. Wir müssen. Pfarrer und Pastor friedlich nebeneinander, auf gleichem Weg in die gleiche Kirche. Ist das nicht wunderbar? Wenn Sie es so sehen, Herr Pastor. Guido, nenn mich bitte Kajo. Ich meine, wenn wir es nicht machen, wer denn dann? Seid ihr die Katholiken? Ja. Na dann Tag auch. Komm rein, kannst gleich das Gepäck mitnehmen. Ach so, Entschuldigung. Waleska mein Name. Ich mache hier Diakonin. Und du? Ich bin die Haushälterin von Pfarrer Braun. Und heißt? Rosshauptnerin. Mit Vornamen? Gibt's bei mir nicht. Die Rosshauptnerin. Finde ich stark, Rossi. Echt. Kannst mich Wali nennen. Vielleicht können Sie, Wali, mir verraten, warum Rossi die Koffi ins Hausi tragen soll. Na, weil ihr hier bei uns wohnt, bis das Pfarrhaus fertig ist. Oh Gott. Viele von uns waren ja auf dem letzten Kirchentag und haben die frohe Botschaft der Ökumene in die Gemeinden hineingetragen. Und deshalb begrüßen wir heute Abend mit besonders frohem Herzen unseren christlichen Bruder, Pfarrer Guido Braun. Er ist nicht nur ein Mann des unerschütterlichen Glaubens, nein, auch des heißen Mutes, dessen innigster Wunsch es ist, die Schranken zwischen uns Lutheranern und seinen Katholiken niederzureißen. Also, gehen wir es gemeinsam an, Guido. Denn nur gemeinsam sind wir stark. Mein evangelischer Kollege, der Pastor Happe, hat jetzt sehr eindringlich die Gemeinsamkeiten der beiden großen christlichen Kirchen geschildert. Dann kann ich ja sagen, was uns trennt. Die Ohrenbeichte zum Beispiel oder die liturgische Verwendung von Weihrauch. Ja, aber ich dachte, du bist auch für die Einheit der Christen. Ja, sicher, aber es kommt darauf an, wer wen schluckt. Warum denn gleich so aggressiv, Guido? Liebe ist tolerant, Religion ist intolerant. Jetzt aber holla! Das ist nicht von mir, ist von einem Martin Luther. Bravo! Geiger. Das ist das Esszimmer und unsere gemeinsame Küche. Oh, klasse! Die lutheranische Kirchenverwaltung hat uns die gespendet, auf Bau Ost. Na, endlich mal was Vernünftiges. Aber einkaufen musst du noch, Wally. Wieso? Hat Kajo doch gerade gemacht. Das da? Reicht gut bis übermorgen. Dann ist wieder Markt. Ich zeig dir noch schnell dein Zimmer und dann muss ich echt los. Ist was? Suchst du jemand? Ich hab schon Halluzinationen, flatter Hunger, glaube ich. Ah ja, mach's gut. Bleib gesund, Peter. Hermine? Vielen Dank, Herr Pfarrer. Vielen Dank. Was Sie über die Ohrenbeichte gesagt haben, spricht mir direkt aus dem Herzen. Die Vergebung der Sünden muss doch etwas Individuelles sein. Die katholische Kirche steht Ihnen offen, Frau Kluge. Kluge. Nee, Herr Pfarrer, so wie Rom mit den Frauen umgeht, muss der Papst wohl noch lange auf mich verzichten. Aber lassen Sie uns mal über die Renovierung Ihres Pfarrhauses reden. Meine Baufirma könnte Ihnen da ein günstigeres Angebot machen. Glauben Sie, dass Rom zulässt, dass ein katholisches Pfarrhaus von einer Frau renoviert wird? Das glaube ich schon. Solange der Preis stimmt, hat sich seit Luther doch nichts geändert. Hm? Du solltest doch mit unseren katholischen Brüdern nicht so hart ins Gericht gehen, Hermine. Ich gehe da nochmal. Ja. Bleib gesund, Guido. Psst, Herr Pfarrer. Geiger, also doch, was machen Sie hier? Bin runter von der Insel, hab mich versetzen lassen, weil ich 2 Fälle so super geklärt habe. Meine Hilfe, vergessen Sie das nicht. Ja, das kann man sehen, wie man es sehen will. Jedenfalls habe ich jetzt so einen neuen Fall, der nicht so neu ist, aber ich sag mal ganz arg schwurbelig. Da müssen Sie alleine schwurbeln, weil ich hab gelobt, nicht mehr zu kriminalisieren. Nee, so jetzt nicht, ne? Sehen Sie doch mal da, Herr Pfarrer, kommen Sie doch mal. Ist er das? Das ist er. Der Braun. Ist meine Gudrun, Herr Pfarrer. Aha, grüß Sie Gott, Frau Geiger. Grüß Gott, Herr Pfarrer, und vielen Dank auch. Obwohl... Mach wieder hoch, Gudrun. Hm, Herr Pfarrer. Ist Ihre Frau zu Ihnen zurückgekommen, Geiger? Weil ich von der Insel runter bin, ja. Aber wenn Sie jetzt Nein sagen, dann muss ich wieder zurück. Sie können das junge Glück doch nicht zerstören. Das will ja gar nicht. Gut, dann lassen Sie uns zusammenarbeiten wie Tanner und Schimanski, weil mit Ihnen, Herr Pfarrer, bringe ich es zum Kriminalhauptkommissar, wie sich da meine Gudrun freut. Ich kann Ihnen leider nicht helfen, Geiger, aber Gelübde abgelegt, wonach ich nicht mehr kriminalisieren darf. Das ist ja wunderbar. Wieso wunderbar? Ja, Sie haben es abgelegt, also ist es weg, das Gelübde. Geiger. Da sitzt jetzt also dieses bildschöne junge Geschöpf in einer kalten, kahlen Zelle, weil sie ein furchtbares und grausiges Verbrechen gestanden hat, obwohl sie es wahrscheinlich gar nicht gewesen ist. Herr, lassen Sie mich im Frieden mit Ihrem Fall und lösen Sie alleine. Und alle rufen Sie Brockenmörderin. Brockenmörderin? Sie kennen den Fall? Nichts kennen, will nichts kennen, weil ich nichts kennen darf. Haben Sie mich, Geiger? Ja, was soll ich das haben? Sie zerstören eine Familie, Herr Pfarrer. Das bringen Sie mal Ihren Herrgott da drin bei. Sie lassen ein unschuldiges, junges Mädchen im Gefängnis sitzen. Schmoren lassen Sie die da. Und der Täter läuft hier herum. Hier irgendwo. Na, da mag ich mal Ihren Herrgott sehen. Geiger, find's lieber raus, wenn das Motorrad da hinten kehrt. Braucht er nicht. Ich weiß alles. Ah, die Frau Rosshauptner. Ermitteln Sie hier, Herr Kommissar? Rosshauptnerin, der Geiger und seine Frau haben Sie wieder versöhnt. Die Macht der Liebe. Oder des Pensionsanspruchs. Für den Herrn Pfarrer hat sich's ausgeschnüffelt, Herr Kommissar. Ein für alle Mal. Es gibt eine Teil mit den Weibern. Entschuldigung. Ah, Herr Pastor, Sie sind es mit dem Motorradl. Das wundert mich aber. Ja, die Maschine hat natürlich Katalysator. Wir haben die Erde von unseren Kindern ja nur geliehen. Ich nicht. Hier, Ihr Helm. Ah, danke. Ja, Rosshauptnerin. Ja, stellen Sie sich vor, Herr Pfarrer. Der Herr Pastor nimmt mich auf eine Spritztour mit. Aber ich weiß doch noch gar nicht, wo wir wohnen und was zum Essen gibt und so weiter. Ach, zeigt Ihnen alles die Wali. Wali? Eigentlich Waleska. Hallo, Herr Pfarrer. Grüß Gott. Wali ist meine Diakonin. Ich führe Sie dann mal rum. Sie? Die hat Sie zu mir gesagt? Hm? Ja, auf meine Bitte hin. Ihre Haushälterin hat mich darüber informiert, dass Sie die Nähe und Vertrautheit des Du scheuen. Ich respektiere das und kehre ebenfalls zum Sie zurück, was ich allerdings sehr schade finde, weil wenn wir es nicht tun, wer denn dann? Hm? Ja, das können Sie alles später besprechen, jetzt fahren wir. Daran werden Sie sich gewöhnen müssen, hier im Harz, ja, haben die Frauen die Hosen an. Herr, was ich gefürchtet habe, ist über mich gekommen und wofür mir graute, hat mich getroffen. Meine Gudrun und ich stiften eine Riesenkerze. Geiger, nehmen Sie einen Hut runter. Im Erfolgsfall haben wir vorhin beschlossen, meine Gudrun und ich. Sind Sie jetzt religiös geworden? Für eine Kerze stiften muss man nicht religiös sein. Aber wie gesagt, nur im Erfolgsfall. Solange der Herr mich nicht von meinem Gelübde entbindet, geht überhaupt nichts. Und wie macht er das? Er gibt mir ein Zeichen normalerweise. Und? Nix. Könnten Sie und Ihre Gudrun nicht statt der Kerze zu stiften in die katholische Kirche eintreten, also im Erfolgsfall? Ja, kein leichter Schritt, aber im Erfolgsfall. Wir glauben müssen schon mal zur Kirche beitreten. Glauben Sie, dass alle glauben, die in der Kirche drin sind? Das glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Herr, ich könnte zwei verirrte Schäflein in die Herde zurückführen und eine Unschuldige retten. Ist sie überhaupt unschuldig? Viele sagen ja, aber das Gericht sagt nein und sie selbst auch. Hat sie ihr Geständnis abgelegt? Deswegen wurde sie ja verurteilt, aber ein anderer auch. Verurteilt? Nein, gestanden. Sind Sie dabei? Ja, ich kann mir den Fall ja mal anhören. Hab ja nicht gelobt, dass ich taub werde, oder? Antonia Haberkorn, zur Tatzeit 19, hat gestanden, ihren Lehrer Max Rinke wegen sexueller Nötigung oben auf dem Brocken umgebracht zu haben. Ja, aber das ist doch ein klarer Fall. Na eben nicht, weil sich noch einer der Tat bezichtigt. Und wer war's? Ja, weiß ich's. Haben Sie mit der Antonia gesprochen? Nein, geht nicht. Wieso nicht? Ist taubstumm. Warum wird jetzt der Fall eigentlich wieder aufgerollt? Weil man offensichtlich den wahren Täter finden will. Das glaube ich nicht. Wieso nicht? Hätten wir Ihnen den Fall nicht übertragen. Wenn es dich da oben gibt, warum quälst du mich denn so? Wenn es dich nicht gibt... Mit wem rede ich denn überhaupt? Und? Herr, der Geiger ist einer der Armen im Geiste. Und denen gehört bekanntlich das Himmelreich. Aber du solltest ihnen schon auf Erden die eine oder andere Wohltat erweisen. Herr, wenn ich mich jetzt der Sünde des Hochmuts schuldig gemacht haben sollte, was der Aufhebung des Glückes im Wege steht, dann bitte ich in Demut um Vergebung. Aber wenn du mir jetzt ein Zeichen gibst, dann nehme ich das als Aufhebung des Gelübdes. Herr, du bist der Größte. Hallo? Herr Pastor, Sie laufen ja wie der Teufel. Also, erstens heißt das Joggen, der Fahrer. Und zweitens gibt es den Teufel gar nicht. Habt ihr Lutheraner den Taub geschafft? Das mussten wir nicht, es hat ihn nämlich nie gegeben. Aber das Gute kommt doch schon noch von Gott, oder? Natürlich, selbstverständlich kommt das Gute von Gott. Wenn der Teufel abgeschafft ist, muss das Böse doch zwangsläufig auch von Gott kommen. Wissen Sie, Sie sollten sich mal mehr mit dem Verbrechen beschäftigen, Herr Pfarrer. Dann würden Sie nämlich wissen, woher das kommt, was wir als das Böse bezeichnen. Ah, woher kommt es? Aus uns, aus dem, was wir uns antun, wenn wir nicht aufeinander zugehen. Wem von uns beiden meinen Sie, wollte der Herr mehr prüfen, als uns aufeinander zugehen ließ? Sie oder mich? Fragen Sie ihn doch einfach mal. Ich habe ihn schon gefragt, aber er schweigt diplomatisch. Sehen Sie? Und deswegen müssen wir beide reden. Und ich finde das auch unheimlich wichtig. Hallöchen! Bläht jetzt schon mal vor, ja? Ich komme gleich nach. Aber mach hin. Klar! Mann, seht ihr hip aus! Danke. Was war das jetzt? Was sind meine Bläder? Wir haben heute Abend Bläderabendmahl. Lauter Frauen? Das ist die Nähe des Brocken. Der macht die Frauen hier unheimlich rebellisch. Alleine diese Vorstellung, dass sie früher als Hexen auf ihren Besen darauf geritten sind, um es in der Walpurgisnacht mit dem Teufel zu machen. Aha, jetzt gibt's auf einmal doch einen Teufel. Symbolisch, Herr Pfarrer. So wie die Walpurgisnacht auch ein Symbol für die jahrtausendelange Unterdrückung der Frau durch den Mann ist, an der die katholische Kirche ja maßgeblich beteiligt war. Geschmarrn, wie soll man sie unterdrücken, wenn wir sie nicht einmal heiraten dürfen? Warten Sie, Pfarrer Braun, ich hab da was für Sie. Rosshauptner denn? Ja, Pfarrer. Was gibt's denn zum Essen? In der Mikrowelle ist ein Schlemmerfilet mit Blattspinat. Wie bitte? Ja, hinfort. Das ist die Frauengruppe, Herr Pfarrer. Was ist da unten los? Ach, das ist die Frauengruppe. Das finde ich wunderschön, wie die sich zusammengefunden hat. Hier. Lesen Sie Krimis, Herr Pfarrer. Ja, nicht die Deutschen, die sind zu langweilig. Die Englischen sind zu viktorianisch. Lesen Sie amerikanische. Ja, die Klassiker. Hammett, Chandler, Webster. Es kann nicht schaden, wenn mal der raue Wind der Wirklichkeit um Ihre katholische Nase weht. Ich muss mich sputen. Bläder. Und Bläder rinnen. Leider geht's nimmer. Da steht die Mikrowelle. Da stellen Sie sich 6 Minuten ein und da haben Sie in kürzester Zeit ein lecker Abendessen. Wieso das Geros habt ihr denn? Also wir Frauen sind seit Jahrtausenden unterdrückt worden. Damit muss ein für alle Mal Schluss sein. Seit Jahrtausenden? Wenn ich für die Fehler der letzten 2 Millennien, die ich überhaupt nicht begangen habe, mit dem Verlust meines leiblichen Wohles büßen muss, dann staubt sie irgendwann da herin. Was haben Sie denn da? Der Tod steht vor der Tür, W.W. Webster. Krimis, also doch. Schmarrn, der hat mir der hippe Happe gegeben, dass ich endlich sehe, wo das Böse in der Welt herkommt. Der hat keine Ahnung, der Happe. Ich habe Chandler und Hammett schon gelesen, der hat sich durch die kleine Happe Nimmersack durchgefressen. Kein Fall? Gar kein Fall. Haushälterin anlügen ist keine lässliche Sünde. Es sei denn, es handelt sich nicht mehr um Haushälterinnen. Ich muss es leider sofort dem Bischof melden, wenn Sie weiter herumkriminalisieren. Ein gebrochenes Gelübde ist Grund zur fristlosen Kündigung. Hat sich der Mühlich angerufen? Solche Typen haben Sie seit Jahrtausenden unterdrückt und mich auch. Ich hab's Ihnen gesagt. Jetzt kochen wir heute. Herr Pfarrer. Amen. Dass du wohl wieder da bist. Mein Sohn kehrt zurück. Komm rein. Da leg deine Sachen hin. Da geht's rein. Du machst dir keinen Begriff, wie es hier zugeht. Hier ist der Teufel los. Die falschen Menschen sitzen im Gefängnis, die Frauen für das alleinige Regiment und die evangelischen frönen hemmungslos der Fleischeslust. Ja, wegen der bin ich ja auch irgendwie hier. Oder besser gesagt, wegen der Monotonie. Deswegen was? Mit der Pastorin, das war ja ganz nett, aber so kurz vor der Ehe habe ich gemerkt, ich kann nicht monoton sein. Ach, du meinst monogam? Wenn man nur mit einer einzigen Frau zusammenleben darf, da sucht er was aus. Ja, monoton, monogam, wo ist da der Unterschied? Monogam muss es sein und monoton kann es werden in der Ehe. Und da war ich nicht so richtig scharf drauf. Jetzt bin ich wieder hier. Bei Ihnen ist irgendwie... cooler. Da freut ihr mal nicht zu früh. Der Mühlich hat uns ein neues Comedy-Projekt reingeschickt. Da müssen wir alle lieb und nett sein. Und mein Kollege, der evangelische Pastor, der hält sich für einen Iron Man Gottes. In Wirklichkeit ist aber mehr so ein, wir sollten mal drüber sprechen, Softie. Auweia. Und jetzt kommt das Allerschlimmste. Die Rosshauptnerin. Rosshauptnerin, schau mal, wie wir da haben. Hallo. Der Armin. Na? Hat die Frau Pastorin dich endlich rausgeworfen? Ich habe... Sie verlassen. Sag bloß, du hast sie verlassen. Hast deinen Spaß mit ihr gehabt und sie dann verlassen. Weggeworfen, wie eine ausgequetschte Zitrone. Also die Frage ist, wer hat da wen ausgequetscht? Ach, so ist das. Wenn wir Frauen unsere Ansprüche anmelden, dann fühlt ihr Männer euch gleich ausgequetscht. Ihr habt doch bloß Angst vor uns. Und das zu Recht. Siehst du's? Und jetzt kommt das Allerschlimmste. Die Rosshauptnerin. Die kocht nicht mehr für mich. Na, das gibt's nicht. Aber ich lasse mir das Heft nicht aus der Hand nehmen. Ich muss noch was untersuchen. Für dich finden wir schon einen Platz. Armin, sag einmal, kannst du mit der Mikrowelle umgehen? Antonia Haberkorn bei ihrer Verhaftung. Max Rinke, ihr Lehrer. Gerüchte, dass er hinter seinen Schülerinnen her war, gab es schon lange. Verheiratet? Nein. Hier hat er gewohnt. Das kenne ich. Das ist eine Baustelle, oder? Es wird gerade abgerissen, ja. Habt ihr alle Spuren gesichert? Nee, warum? Er wurde ja nicht im Haus umgebracht, sondern oben auf dem Brocken. 3 Wochen später erst hat man die Leiche gefunden. Was sagt die Pathologie? Ja, was soll sie schon sagen? Die Leiche war stark in Verwesung übergegangen und man hat Haare der Haberkorn an seinen Fingern gefunden und die Haberkorn hat gleich alles zugegeben. Ach, und das ist bei der Verhandlung? Bei der Urteilsverkündung, ja. Wer ist das da hinten? Ach, so ein Spinner. Winfried so und so hat auch behauptet, er war es, aber hat nicht mal ein Motiv. Den müssen Sie unbedingt ausfindig machen, Geiger. Ich muss mit dem reden. Der arbeitet bei Putzikam in Oschersleben. Wie heißt die Firma? Keine Firma. Meine Gudrun. Putzikam. Ist ungarisch, heißt Schätzchen. Wir waren an unserem letzten Urlaub am Plattensee. Und was macht Ihre Putzikam an dem Ort? Oschersleben ist ein Motodrom. Putzikam macht in Pistenpflege. Aha, da muss die Putzikam dafür sorgen, dass ich mich ungestört und vor allem unauffällig mit diesem Mimrin unterhalten kann. Und wenn diese Antonia unschuldig ist, wer weiß davon? Ja. Wer? Der oder die Mörder-in. Klar. Und wenn dem so ist, dass der Mörder interessiert ist, dass die Antonia unschuldig ist, dann ist die Frage, warum er das erst jetzt ist. Will er sich stellen und ist bloß zu feig? Oder wird er oder sie sogar erpresst? Fragen über Fragen. Geben Sie Ruhe, Geiger, ich bin am Profiling. Wasser, Geiger, Wasser. Mit oder ohne? Was? Kohlensäure. Das ist doch wurscht, der Wasser brauche ich. Oh, das brennt. Das brennt sich ein bisschen. Oh, oh, Wie geht das auf? Ziehen. Einfach ziehen. Oh. Die Rosshauptner hat man keinen Pfeffer in Schnupftabak eingemischt. Warum das denn? Ja, weil ich wieder kriminalisiere. Wenn Sie glauben, dass ich mich dadurch abhalten kann, haben Sie sich getäuscht. Haben Sie ein Gefäß, Geiger? Meine Müslischüssel fürs Frühstück. Ja, her damit. Beeilen Sie ein bisschen. Oh. Ja, bringen Sie es. So. Danke. Eis. Ist ja wie im Hotel. Jetzt setzen Sie sich hin, Geiger, und schreiben die Fragen auf, die wir uns zu stellen haben. 1. Bereut die Antonia ihr Geständnis? 2. Wer hat den Fall wieder aufgerollt? 3. Liegt ein als Mord getarnter Selbstmord vor? 4. hat der Lehrer Max Rinke Feinde? 5. versucht eine Unschuldige, den Täter oder die Täterin zu decken? Und 2 Aufgaben. Besorgen Sie den Untersuchungsbericht von der Spurensicherung und den Obduktionsbericht. Also, eine von den Fragen auf der Liste kann ich schon beantworten. Welche? Wer den Fall ins Rollen gebracht hat, einen Anwalt namens Remo Metzler. Wer ist das? Metzler kommt aus Halberstadt und ist Vereinskamerad von meinem Chef und der hat mir den Fall anvertraut. Und wer hat dem Remo Metzler den Auftrag gegeben? Weiß ich's? Ich hab's nicht anders verdient. Soll ich Ihnen diesen Winfried mal vorbeischicken? Um Gottes Willen, nein! Dann kommen die Rosshauptner auf die Schliche. Da muss uns Putzikam helfen. Putzikam? Armin, was für eine Stelle haben wir denn heute? Johannes 15, 10, 12 vom Gebot der Liebe. Das aber ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Das sollten Sie mal mit unserem lieben Herrn Pastor tun. Ich glaube, der versteht das Gebot der Liebe ein bisschen anders. Sie haben irgendwie so eine eigenartig rote Nase, Herr Pfarrer. So. Ja, gucken Sie mal. Das kommt von dem kalten Wind draußen. Ach, wir haben 20 Grad. Aber gefühlte 10 Grad. Oder vielleicht gibt es so einen Chateauneuf de Pape, den ich vom Bischof habe. Da hätten Sie ein ganzes Fass leer trinken müssen. Ja, dann pudern Sie es heute, Rosshauptnerin. Ich glaube, Sie sind ein schlechter Lügner, Herr Pfarrer. So, dass Pfarrer ein guter Lügner sei. Herr Pfarrer. Also, Sie haben eigentlich recht, man müsste dem Happe was Liebes antun. Amen. Erinnerst du dich noch an die Kutschenrennen, die du mit der Pastorin auf Nordersand veranstaltet hast? Natürlich, wie könnte ich die vergessen? Du warst doch, bevor du in den Knast gekommen bist, ein hervorragender Motorradfahrer, oder? Ja, aber nur in der Schnapsglasklasse, 50 Kubik, aber da war ich unschlagbar. Das reicht, ich kenne jemanden in Oschersleben. Im Motodrom? Ja. Wen kennen Sie denn da? Putzikam, jetzt lassen Sie meinen Armen hier, das ist Männersache. Was? Das ist Männersache? Beim Schnellfahren beten, das ist Männersache. In der Kurve die Augen zumachen, das ist Männersache. An der Ampel in der Nase bohren, das ist Männersache. Und im Schongang nach Hause, das ist Männersache. Und deshalb, wenn wir Katholiken auch nur die geringste Chance haben wollen, weil der Herr Pastor ist nämlich ein himmlischer Motorbiker, dann gehe ich für die Katholiken an den Start. Das ist eine motorisierte Wettfahrt und kein Besenrennen, Rosshauptnerin. Aber Herr Pfarrer! Wie viel PS hat denn so ein Besen? Herr Pfarrer, es sind schon 10 Minuten drüber und ich will nachher auch noch beichten. Verflucht noch mal! Jetzt haben wir erst einmal Messe. Oh. Ich fahre, dass das klar ist. So Bach, das ist doch evangelischer. Das letzte Mal habe ich vor 4 Wochen gebeichtet. In Demut und Treue bekenne ich meine Sünden. Erstens, ich habe 4-mal an Glaubenswahrheiten gezweifelt, 3-mal das Tischgebet vergessen, 17-mal geflucht. Inklusive vorhin. Ich habe 18-mal geflucht, mindestens 5-mal den Namen Gottes leichtfertig ausgesprochen, 7-mal anderen Böses gewünscht. Die Hexen zu dem Brocken ziehen. Der Stoppel ist gelb. Die Saat ist grün. Dort sammelt sich der große Hauf. Herr Urian sitzt oben auf. So geht es über Stein und Stock. Es farzt die Hexe. Es stinkt der Bock. Es trägt der Besen, es trägt der Stock. Die Gabel trägt, es trägt der Bock. Wer heute sich nicht wählen kann, ist ewig ein verlorener Mann. Ah! Ah! Buße lege ich dir auf. 60 Ave Maria und 40 Vater unser. Was? Geiger, jetzt pressiert. Über wie viele Runden geht das Rennen? Über 10 Putzikam, Sie zählen. Wo ist der Junge? Oben im Büro der Rennleitung. Wozu denn der ganze Aufwand? Das Sieg ist der Moment, wo die Rosshauptnerin nicht auf mich aufpasst, ist, wenn sie auf sich selber aufpassen muss. Haben Sie jemand was für mich erzählt? Nein, nichts. Da schauen Sie, ob ich mein Display gefunden. Wer hat das denn verschickt? Keine Ahnung, die Nummer kenne ich nicht. Wenn ich anrufe, meldet sich keiner. Weiß doch jeder, dass Sie es nicht war. Ich war's. Jetzt einmal langsam, Winfried. Benni. Sie haben also den Lehrer Max Rinke umgebracht. Ich war's, klar. Jetzt komm aber mal mit was Neuem rüber, Benni. Geiger, lassen Sie mich das machen. Sie beobachten das Rennen und zählen die Runden. Glauben Sie mir, ich habe den Rinke umgebracht. Das Gericht sieht es aber anders. Das Gericht interessiert mich nicht. Was mit der Aussage von der Antonia? Toni ist was anderes. Wer? Alle nennen sie Toni. Runde 6, die Rossi ist vorn. Runde 6, die Frau Rosshauptner führt. Wieso ist es was anderes, Winfried? Weil sie es wirklich nicht war. Die Richter haben einfach eine Täterin gebraucht. Aber die Antonia hat es ja selber zugegeben. Ich dachte, sie wollen Toni helfen. Will ich auch, wenn sie unschuldig ist. Das ist sie, voll unschuldig. Hat der Max Rinke die Antonia sexuell missbraucht? Habe ich doch damals alles schon der Polizei erzählt. Siebte Runde, der Priester ist vorne an. Runde 7, Motorrad führt. Ich will's aber nochmal hören. Das Schwein Rinke hat's bei ihr versucht. Daraufhin haben sie ihn umgebracht. Ja, oben auf dem Brocken. Aber die Polizei wollte mir nicht glauben. Vielleicht wollten sie auch bloß der Antonia helfen. Man, es ist doch eigenartig. Kein Mensch gibt einen Mord zu und hier sind es gleich zwei. Runde 8, beide gleich auf. Geiger! Der Rinke war einfach ein mieser Kerl, der sich an jungen Mädels vergriffen hat. Hätte ihn ja auch die Antonia umbringen können. Die war doch viel zu schwach, den Rinke umzubringen. Der war doch viel kräftiger als sie. Toni ist ein Engelchen dagegen. Glauben Sie mir, ich war's. Toni muss freikommen. Geiger, Sie besorgen mir die Verhörprotokolle von dem Winnie. Ich muss dem seine genaue Tatversion wissen. Mach ich. Wie schaut's aus? Letzte Runde sieht nach einem Fotofinish aus. Gewonnen? Aber Ihr Motorrad liegt doch noch da hinten. Ist doch egal, ich bin als Erster über die Ziellinie. Kajo, ich hab dir helfen wollen. Und du rennst einfach über den Strich. Das geht nicht! Doch, doch, Margot. Ich meine, du musst einfach mal lernen, eine Niederlage zuzugeben. Das ist tätiges Menschsein. Hä? Fahren wir nach Entry? Nach was? Nach Regeln des Steeplechase. Ah ja, klar, nach Entry. In Entry darf das Pferd zwar ohne Reiter übers Ziel kommen, aber niemals der Reiter ohne Pferd. Tut mir leid, Herr Pastor. Die Rosshauptnerin hat gewonnen. Das heißt, ehrlich gesagt, so leid tut es mir dann auch wieder nicht. Herzlichen Glückwunsch, Rosshauptnerin. Woher kennen Sie denn jetzt diese Regeln? Ich bin römisch-katholisch. Wir Katholiken haben im Circus Maximus schon Wagenrennen gesehen, ob die Lutheraner noch gar nicht gewusst, von wem sie sich abspalten wollt. Und ich habe immer gedacht, ihr Katholiken seid im Circus Maximus von den Löwen zerfleischt worden. Aber vorher haben wir uns Wagenrennen angeschaut. Haben Sie jetzt schon rausgefunden, wer der Mandant von diesem Anwalt, wie heißt er noch? Remo Metzler. Wer von diesem Remo Metzler der Mandant ist? Eine gewisse Hermine Kluge aus Halberstadt. Ja und? Was und? Ja, Motiv, Hintergrund, Bezug zum Fall. Warum rollen die wieder auf? Bin ich noch am Ermitteln. Warum reden Sie nicht mal mit dem Metzler? Weil der Metzler dann weiß, dass sie nicht allein an dem Fall dran sind. Und außerdem bin ich erpressbar gegenüber der Rosshauptnerin. Nix da. Die strafgefangene Antonia Haberkorn und ihre Gebärdendolmetscherin, Frau Hönig-Schmidt, Hallo, mein Name ist Guido Braun, Pfarrer. Das ist der Kommissar Geiger. Sie können ganz normal reden, Herr Pfarrer. Toni ist sehr gut im Lippenablesen. Ah. Antonia, wissen Sie, dass Ihr Verfahren neu aufgerollt wird? Ja. Ist es in Ihrem Sinne? Nein. Warum nicht? Weil ich meine gerechte Strafe in Ruhe ableisten will. Sie haben also den Rinke auf dem Brocken getötet? Ja. Aber der Winnie behauptet genau das Gleiche. Herr Pfarrer, ich möchte beichten. Beichten? Sind Sie katholisch? Ja. Und der Herr ist mein Hirte und er sieht das Ende der Erde und schaut auf alles, was im Himmel ist. Das haben Sie jetzt falsch übersetzt. Der Spruch ist aus dem Buch Hiob, den kenne ich. Es muss heißen, er sieht die Enden und alles unter dem Himmel. Aber als Taubstumme beichten, wie geht das? Früher im Heim, da hatten wir einen Pfarrer, der die Gebärdensprache verstand. Aber dem will ich nicht beichten. Ich könnte übersetzen. Aber wir haben das Beichtgeheimnis. Ich bin staatlich vereidigt. Ja, ich glaube nicht, dass das geht. Ich werde das nachprüfen. Ich verspreche Ihnen, ich werde mich darum kümmern, dass Sie bei mir beichten können, Antonia. Wundert mich nicht, dass der Winnie so verliebt ist. Was, der Winnie in die Toni? Da haben Sie es nicht gemerkt, Geiger. In der Liebe kenne ich mich nicht so aus. Ja, und war sie's? Ich glaube eher nicht. Sie hat eine hohe Strafsehnsucht, zitiert das Buch Hiob, aber warum sie bestraft werden will, weiß ich nicht. Wenn sie bei mir gebeichtet hat, weiß ich mehr, aber dann darf ich nichts mehr sagen. Dann braucht man neue Beweise zur Wiederaufnahme des Verfahrens. Neue Beweise? Ja, dass der Toni Aussage falsch war. Das müssen wir beweisen. Ich hab's, Geiger. Geiger, Sie besorgen mir sofort 2 frisch geschlachtete Schweineköpfe. Geht die Frau Rosshauptner jetzt nicht mal mehr einkaufen? Die darf davon um Himmels Willen nichts wissen. Ja, wie soll ich das machen? Lassen wir uns was einfallen. Räucherkerzen. Was dagegen? Normalerweise bringen Sie mehr mit Zündkerzen in Verbindung, Rosshauptnerin. Auch ein Gläschen Prosecco? Darf er? Na danke, ich mag kein so Britzelwasser. Was gibt's denn zum Essen? Salat aus Gundermann, Giersch und Bärlauch mit dem Mousse der Feige und dazu ein kreuzgekümmeltes Rattenblindschleich-Ragout à la Lobelia an blanchiertem Löwenzahn. Und zum Nachtisch Flugsalbe. Flugsalbe? Freufreu. Ja, das sind harmlose Kräuter, die heim machen sollen. Heute ist doch mein Frauenkochen für Frauentag. Rezepte aus dem Hexenhammer. Bisschen Harzfolklore eben. Wir Männer sind da gar nicht eingeladen. Was machen Sie dann da? Den Mundschenk. Aber nur zum Kochen. Die Frauen wollen halt mal unter sich sein, mal so richtig die Sau rauslassen. Das geht halt nur ohne uns Männer. Ich kann das gut verstehen. Ich finde das auch irgendwie toll. Gibt's da nicht irgendwas, was Sie nicht verstehen? Vieles, aber ich bemühe mich. Weil, wenn wir es nicht machen, wer denn dann, hä? Armin! Pfarrer Braun. Hemmelrath, Ihr Bischof, mein lieber Guido. Schön, mit Ihnen zu sprechen. Konnten Sie sich schon einleben in Bangerode? Bangerode. Einleben. Einleben? Sie wissen wohl nicht, wo mich der Mühlich hingeschickt hat. Ja, wie denn? Wohin denn? Ist der Mühlich da? Ja, der Monsignore ist hier. Wenn ich noch einmal so eine Pfarrei kriege, dann schule ich um auf Ketzer. Ist es wirklich so schlimm? Was heißt schlimm? Ich bin zusammengesperrt mit dem Ökumene-Wahnsinnigen, mit dem Frauenversteher. Der macht Rollschuhläufer-Andachten. Wie kommen Sie mit den Missionieren voran? Meine Herde besteht aus ein paar alte Weiber, die haben im Kommunismus überwintert, während die Jugend sich bei der evangelischen Konkurrenz tummelt, bei dem lutheranischen Erlebnisparkwächter. Sie müssen sich eben mehr einbringen ins Gemeindeleben. So ist Rollschuhlaufen lernen. Nein, nein. Katechismusstunden. Seelsorgen. Kommunismus. Katechismusstunden? Die eine oder andere Veranstaltung. Stimmen Sie sich doch da ab mit Pastor Happe. Der Happe, der macht doch so Kurse für Frauen, wo die Rezepte aus dem Hexenhammer nachkochen. Und zum Nachtisch gibt's Flugsalbe. Flugsalbe? Was ist denn das? Flugsalbe, das brauchen die Hexen, das kann ich vom Onkel kriegen, wenn sie auf ihre Besen am Boxberg fliegen wahrscheinlich. Dann ist Flugsalbe wohl weniger was für Sie. Die Rosshauptner, die ist voll dem Hexenwahn verfallen. Ich träume da schon davon. Sie träumen von Hexen? Erzählen Sie. Keine Details. Einmal doch in die Spusi-Akten. Haben Sie gerade Spusi gesagt, Guido? Was? Spusi. S-P-U-Si. Na, Gspusi. Ach was, Gspusi. Sie und Gspusi. Spusi. Und trifft es zu, dass Spusi die Abkürzung ist für Spurensicherung? Hab ich auch schockiert. Was sind Sie denn auf einmal so wortkarg? Mit vollem Mund soll man nicht sprechen, Exzellenz. Sie sprechen mit Ihrem Bischof beim Essen? Ja, ich hab doch gesagt, wir haben diesen Kurs Frauen kochen für Frauen. Und da ist sogar die Mikrowelle besetzt. Da bleibt mir nur der Happen für zwischendurch. Sie werden doch nicht schon wieder einen Fall lösen wollen. Gott bewahre, Exzellenz. Die Akten sind uralt und der Urteil ist bereits ergangen. Ich darf Sie in diesem Zusammenhang an Ihr feierliches Gelübde erinnern, Pfarrer Braun. Sie dürfen, aber ich darf mir anzumerken erlauben, dass ich ohne Gelübde den katholischen Marktanteil erhöhen könnte. Ich lasse doch nicht mit mir handeln. Erst werden Sie zweistellig. Dann reden wir weiter. Und bis dahin sind Sie nur für Ihre Gemeinde da und sonst für niemand. Genau deswegen wollte ich Sie eh schon anrufen, Exzellenz. Ein Schäflein von mir möchte beichten, ist aber taubstumm. Ja? Und? Darf der staatlich vereidigte Gebärdendolmetscher daneben sitzen und übersetzen? Ausgeschlossen. Das wäre ein Verstoß gegen das Beichtgeheimnis. Das habe ich mir schon gedacht. Da haben wir überlegt, mein Schäflein könnte doch die Sünden dem Beichtspiegel auf dem Computer schreiben, auf dem Laptop. Und ich lese das dann und gebe die Absolution. Und danach löschen wir die Daten wieder. Unmöglich, mein lieber Guido. Die Beichte ist und bleibt oral. Wir können uns zu Gott ja auch nicht durch Briefwahl bekennen. Die Menschen müssen darauf vertrauen können, dass keine schriftlichen Aufzeichnungen gemacht werden. Oh, wenn wir es doch wieder löschen. Der Geist und der Sinn der Beichte widersprechen dem Prinzip Festplatte. Ja, was sollen dann machen? Also, dann lassen Sie... Exzellenz, was ist denn los? Der Herr Bischof meint, Sie müssten sich da eben was einfallen lassen. Sie haben doch sonst so viel Fantasie. Grüß Gott, Pfarrer Braun. Grüß Gott, Monsignore Mühlich. Danke, Mühlich. Das soll ja Pizza Quattro Stagioni sein, mit Ananas drauf. Quattro Stagioni Miami stand auf der Karte. Das ist die Globalisierung auf dem Pizzateig. Soweit ich weiß, dürfen Gebärdendolmetscherinnen bei der Beichte zugegen sein. Wollen wir es unserem lieben Pfarrer Braun wirklich so leicht machen? Mühlich, Mühlich, Mühlich. Ich könnte es Ihnen ja zeigen, wenn Sie wollen. Was? Fummelfunk. Fummelfunk? Ja, diese... Gebärdensprache mit den Fingern, konntest du das? Ja, das habe ich im Knast gelernt. Das haben wir da oft gesprochen, da konnten die Wärter uns nicht zuhören. Ich kann Fummelfunk. Ich lerne nie auf die Schnelle, da muss ich mir was anderes einfallen lassen. Ich gehe danach in die Kirche und du stehst Schmiere. Kommen Sie da legal nicht mehr rein? Reden Sie so blöd daher, Armin. Andere Seite. Ah ja. Gut. Ja, ja. Wann sind die geschlachtet worden? Heute Morgen. Was haben Sie über die Hermine Kluge rausgefunden? Die kommt aus Halberstadt und hat da so eine Baufirma. Und hat ihren Anwalt Remo Metzler beauftragt, seinen Vereinskameraden, also meinen Chef, anzuregen in der Sache Haberkorn, Antonia. Ich weiß schon, Geiger. Können Sie was erzählen, was ich noch nicht weiß? Weiß ich nicht. Sie fix. Verzeihung, Herr. Da ist doch die Baustelle hier um die Ecke, wo sie das Haus abreißen, wo der Rinke drin gewohnt hat. Fontaneweg 23. Da steht Kluge auf der Bautafel. Ist was? Bauherren Doppelpunkt H.K. Kluge. H.K., das wird Hermine Kluge heißen. Gehe mal davon aus, dass diese beiden Kluges eine und dieselbe Person sind. Stellt sich nur die Frage, was hat der Abriss des Hauses, in dem die Scheusel Rinke gewohnt hat, mit der Ermordung von ihm zu tun? In die Richtung ging auch meine Vermutung. Geiger, Sie gehen jetzt ins Katasteramt und schauen nach, wem das Grundstück hat, auf dem das Haus abgerissen wird und wie lange das dem gehört. Und notfalls ermittelt zum Vorbesitzer. Mein Gedanke. Dass man bloß die Rosshauptner nicht erwischt. Was ist die Adresse? Fontaneweg 23. Genau, da legst du rein und dann schaust noch. Und alles, was findest, bringst mit. Ist klar. Du lässt mich nicht erwischen. Ich doch nicht. Das sagt man nicht, der im Knast gesessen ist. Ist nur was. Und Sie sind sicher, dass Sie mit der Seilbahn fahren wollen? Armin, Gottvertrauen, das ist ein Stahlseil. Die Titanic war auch aus Stahl. Ja, du machst mir jetzt nicht gerade leicht. Gottvertrauen, Herr Fahrer. Die Uhr tickt. Sie beantragen für in genau 7 Tagen einen Termin beim Ermittlungsrichter. Hallo Armin, hat alles hingehauen? Hast alles wieder in Ordnung gebracht? Dann nimm die Sachen und bring's zum Geiger, der soll es auf Spuren untersuchen. Ach und noch was, Armin, ich möchte dich bitten, bis zum Sonntag nicht zu sündigen. Also, bis dann, Pfiate. Circus Maximus, die Löwen. Na, wart, Birscherl. Eins sage ich Ihnen gleich, ein gemeinsames Abendmahl findet nicht statt. Das hat der Heilige Vater verboten. Ja, ja, alle Wege führen nach Rom und alle Irrwege führen aus Rom heraus. Dürfen wir Ihr Handy sehen? Keine Angst, schon stumm geschaltet. Fotohandy. Mhm. Neuestes Modell, State of the Art sozusagen. Sind also eingeweiht. Sozusagen. Vom Mühlich. Wer ist Mühlich? So Blockade auch noch. Songs ihr Mühlich. Das Gelübde war erzwungen und ist somit ungültig, sogar in der katholischen Kirche. Die steht ja dem Zwang normalerweise nicht so fern. Aber bei mir geht es um was Höheres, ich habe ein Zeichen des Herrn. Bei mir geht es um die Rettung zweier verirrter Schäfer und um die Rettung einer Unschuldigen. Natürlich. Ich lasse mich nicht einschüchtern von so einem Anhänger des Wittenberger Rumpelstilzchen, wie Sie das sind. Sie haben sich nicht zufällig mit Flugsalbe eingerieben? Was? Schon wieder vorgelegt. Ich wünsche eine harmonische Feier, Herr Pfarrer. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die um Gerechtigkeit willen verfolgt, denn das Himmelreich ist ihre. Dann bis später. Amen. Warte einen Moment. Legen wir das nochmal um. So, und jetzt legst du dich hier hin auf den Bauch, Gesicht nach unten, Arme weit ausgebreitet. Aber warum denn, Herr Pfarrer? Ich versehe dich jetzt mit den niederen Weihen. Die sind zwar vom Zweiten Vatikanischen Konzil abgeschafft, aber das ist mir wurscht. Ich, ein Priester? gebe dir die niedersten Weihen als Ostiarier. Du bist ja zuständig für das Glockengeläut und für die Überwachung der Kirchentüren. Aber das mache ich doch eh schon. Armin, als Ostiarier unterliegst du beim Beichtgeheimnis einem Schweigegelübde. Keine Angst, nicht im Zölibat. Gut. Armin, jetzt komm endlich. Die Beuten dich schon nicht. Das ist ein Frauenknast. Jetzt komm. Ich warte draußen. Melden Sie sich, wenn Sie was brauchen. Das ist Armin, mein Ostiarier. Ostiarier hatten wir nicht bei uns im Fummelfunk. Und dann sag halt Priester. Einen Priester gab's auch nicht. Wie habt ihr uns denn dann genannt? Das Gleiche, was Sie hier drin auch sagen. Weihwasserpinguin. Ja, dann stell dir halt vor, wie du magst. Und? Alles klar, wir können loslegen. Sie kann ja Lippen lesen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Vater, ich habe gesündigt. In Demut und Reue bekenne ich meine Sünden. Sprich, meine Tochter, ich höre. Meine letzte Beichte war vor 18 Monaten. Ich war öfters beim Morgengebet zerstreut und ungeduldig. Die lästlichen Sünden, die lassen wir jetzt und konzentrieren uns auf das, derentwegen Sie um die Beichtende nachgesucht haben. Ich habe falsches Zeugnis abgelegt. Wieder deinen Nächsten? Nein, gegenüber mir. Hast du dich eines Verbrechens bezichtigt, das du nicht begangen hast? Ja. Und warum? Herr Pfarrer, das ist so eine Beichte und kein Verhör. Amen, du sollst übersetzen. Keine Antwort. Wenn du es nicht warst, wer war es denn dann? Herr Pfarrer. Amen, übersetz. Ich habe gelogen. Das ist eine Sünde. Aber ist Schweigen auch eine? Ja, vor der irdischen Gerechtigkeit. Aber nicht gegenüber Gott? Vor Gott nicht, nein. Dann schweige ich. Dann musst du aber deine Gefängnisstrafe fertig ableisten. Damit büße ich für meine Sünden. Bereust du sie? Ja. Wirst du dein falsches Zeugnis vor der irdischen Ordnungsmacht revidieren? Nein, weil das bringt Unglück über andere. Hähnlstickel, die besser schmecken, weil es Chicken Wings heißen. Hey, nicht so viel Salz. Im Restaurant darf man sagen, der Koch ist verliebt. Hey, 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 hast du denn die Antonia verschossen? Und wenn? Meine erste Pastorin, dann eine aus dem Knast. Kannst du denn mit einem Normalsmädel verknallen? Na, im Knast ist ja nicht mehr lange. Wieso? Naja, weil sie da rausholen. Ich meine, sie müssen die da rausholen. Die ist doch unschuldig, 100%. Komm, Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Amen. Das Geständnis kann ich nicht hernehmen, das fällt um das Beichtgeheimnis und du auch nicht. Oh, schmeckt das furchtbar. Und jetzt? Die schmeiße ich raus. Was? Die Rosshauptnerin schmeiß ich raus. Schau mal, was im Kühlschrank noch ist. Schau mal nach. Amen, eine Frau, die nichts redet, ist gut, aber eine Frau, die nichts hört, ist schlecht. Das muss man ineinander rechnen. Wir verstehen uns irgendwie ganz anders, Herr Pfarrer. Und? Naja, wie genau kann ich nicht so richtig erklären. Ich will wissen, was im Kühlschrank ist. Nur Joghurt. 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 Mir verhungern und die Rosshauptnerin ist auf ihrer Blocksbergwacht. Ich schmeiß raus. linksdrehend. Darf ich den bloß beim Tanzen essen? Ich schmeiß raus. Und wenn sie schon einen hat? Wenn sie Rosshauptner. Achso, die Antonia. Geschmarren, Armin, die so im Knast. Wie soll die einen haben? Im Knast kannst du jemand im Herzen tragen. Oder an der Wand. Oh, Verzeihung, ich wollte nur mal kurz. Keine Ursache, Herr Pastor, ist ja schließlich Ihre Küche. Wo sind eigentlich unsere Damen? Wissen Sie das? Ich glaube, die machen irgendeinen Ausbildungskurs. Was war's? Als Testpilot in der Besenfabrik, oder wie? Sind bestimmt gleich wieder da. Seltsam, ich hätte schwören können, dass da... Das ist ja mein Joghurt. Oh, Entschuldigung, das habe ich nicht gewusst. Ja. Wie soll ich denn jetzt meinen Kalziummangel ausgleichen? Und was mache ich, wenn meine Laktatwerte im Blut anfangen zu schwanken? Hm? Nach dem Joggen brauche ich immer sofort meinen Joghurt. Das habe ich Ihnen doch gesagt. Das haben Sie mir nicht gesagt. Das habe ich! Von einem protestantischen Handyterrorist lassen wir nicht zusammenschnauzen. Laufen Sie doch in den nächsten Supermarkt und fressen das Joghurtregal zusammen, aber links drehen, wenn es geht. Ich brauche meinen Joghurt. Herrschaft, Zeiten! Ich brauche meinen Joghurt. Braun! Ah, Geiger, Sie sagen's, was gibt's denn? An Hunger habe ich, dass der blitzestrahlende Zeus gegen mich ist wie ein Ringsburger Dummspatz. Was haben Sie? Die Verhörprotokolle von Winnie? Wann ist der Termin? Übermorgen. Dann melden Sie mich als Zeuge an. Ein Kriminalbiologe. Ach, der Herr Pfarrer. Wohin wollen Sie denn? Zum Essen. Armin, hast denn dein? Ich hab meinen Agroteig gesammelt. Ja, schlecht war's mir fast geworden, aber wenn's der Wahrheitsfindung dient. Schweinsbraten. Ihr Lieblingsgericht. Da kommt doch Freude auf. Schon? Wo ist denn jetzt der hippe Happe? Oh, die machen sich nichts aus Schweinsbraten. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Amen. Wir waren in einem Seminar. Ah. Und was ist denn überhaupt gegangen? Läppisches Zeug. Wie immer, wenn Frauen unter sich sind. Wenn Männer beieinander sind, geht es auch ziemlich schmal zu. Nur zwei Themen, Sport und Frauen. Und was redet man über Frauen? Mei, das Übliche, dass rechte Biester sind. Biester? Schmeckt Ihnen der Schweinebraten nicht? Doch, schon, aber ich muss ein bisschen auf mein Gewicht achten. Da sind schon rechte Biester dabei. Zum Beispiel? Zum Beispiel solche, die ihre lieben Mitmenschen mit bildtelefonischen Drohungen in Angst und Schrecken versetzen. Oder die arglosen Zeitgenossen, die Nase würzen wie am mexikanischen Feuertopf. Aber Herr Pfarrer, das habe ich doch bloß getan, weil... Nicht rechtfertigen, Rosshauptnerin, sondern die Buße, wie der Name sagt, bußfertig annehmen. Und was ist die Buße? In einem Hexenzirkel gibt es doch eine gewisse Hermine Kluge. Die Herme, ja. Genau, und die könnten es fragen, warum die das Haus da ums Eck abreißt, beziehungsweise warum der Abriss gestoppt ist. Aber unauffällig, vollkommen unauffällig. Herr Pfarrer, Sie wollen doch nicht etwa schon wieder... Bußfertig, Rosshauptnerin, bußfertig. Bußfertig. Ein wunderbarer Phosphogata. Wie heißt die? Phosphogata. Das brauchen Sie nicht mitschreiben, den Befund trage ich den Richter vor. Sagen Sie, wenn Sie die Sachen untersuchen lassen, der Armin im Haus vom Rinke gefunden hat. Die Analyse bekomme ich erst morgen früh. Morgen früh? Das ist unser Gerichtstermin. Ja, schneller geht's hier nicht. Aber wie ich sie kenne, haben sie schon alle Steinchen zusammen. Wie ein Mosaik. Ich habe bloß keine Ahnung, was für Bild dabei rauskommt. Stehe ich ja ganz schön blöde da. Das kann passieren, Geiger. Die Gefahr besteht. Was ist los, Rosshauptnerin? Heute Schneckenpost. Ihnen wird doch sonst immer so schnell schlecht, Herr Pfarrer. Sonst legen Sie doch auch förmlich darauf an, dass mir schlecht wird. Immer nur bußfertig, oder wie? Bußfertig. Sehen Sie? Genauso wie die Hermi gesagt hat. Abbruch, Stopp, wegen Intervention aus der Familie. Hilft das dem Mosaik? Ja, war sie doch nicht. Was ist, Rosshauptnerin? Wolltest du der Gerechtigkeit beim Siegen zuschauen? Eigentlich wollte ich zurück und der Ochsenlende beim Garen zuschauen. Ja, Rosshauptnerin. Na, Sie haben auch genug gebüßt, Herr Pfarrer. Weiß Gott. Weiß Gott. Hier. Was ist das? Das Datenblatt der Hermine Kluge. Nichts, keine Vorstrafen, sauberer Leumund. Geiger, jetzt gibt es Mosaik ein Bild. Tag, Herr Kommissar. Aha, Rechtsanwalt Metzler. Hallo. Das ist Guido Braun. Entomologe und Insektenforscher. Und Sie holen jetzt Ihre Mandantin, die Hermine Kluge, herbei oder lassen den Termin platzen, okay? Aber... Sie kommt. Dann packen wir's. Ja, Stiefenhofer. Na, was waren Sie da? Braun. Die Herren kennen sich? Freilich kennen wir uns. Der Stiefenhofer Staatsanwalt in Freising. Haben wir es bis zum Richter geschafft, hä? Na ja, Aufbauhilfe Ost, ne? 2 Gehaltsklassen höher. Man muss ja schauen, wo man bleibt. Und Sie sind jetzt Insektenforscher? Ja, Sie kennen mich doch, wenn es der Wahrheitsfindung dient. Könnten die Herren Ihre privaten Erinnerungen vielleicht... Das sind keine privaten Erinnerungen. Ich habe dem Stiefenhofer als Staatsanwalt damals einen Fall kaputt gemacht. Erinnern Sie sich noch? Freilich, wie hat man jetzt zu einem gesagt? Tabernakel Colombo. Ja, beinahe hätte er einen Unschuldigen eingesperrt. Ja, und das ist das Problem heute wieder. Euer Ehren, darf ich? Ja, meinetwegen. Das heißt, eigentlich müsste da ein Kriminalkommissar Geiger... Das ist in Ordnung. Es ist voll in Ordnung. Also ich finde das im höchsten Grade merkwürdig. Herr Rechtsanwalt, es handelt sich heute hier um einen Anhörungstermin zur Ermittlung, ob in der Mordsache Rinke ein neuer Sachverhalt ansteht. Wenn also jetzt plötzlich mein Freund, also der Pfarrer Braun, also anwesend ist, dann gehe ich automatisch davon aus, dass es sich auch tatsächlich um einen neuen Sachverhalt handelt. Und das ist in der Tat so. Denn wir werden beweisen, dass... Jetzt sparen Sie sich Ihre Energien, Herr Rechtsanwalt, und setzen Sie sich hin. Lass uns den Pfarrer Braun reden, der ist so wie ich katholisch und hat einen natürlichen Drang zur Selbstdarstellung. Bitte. Dankeschön. Wenn die Justiz einen geständigen Täter hat, unterlässt sie meist das Erledigen von Hausaufgaben. Fragen aus der Klippschule der Kriminalistik werden nicht mehr gestellt, wie zum Beispiel, ist der Tatort und der Fundort identisch? Und es ist in unserem Fall besonders wesentlich, weil die in Anführungszeichen Täterin Antonia Haberkorn angegeben hat, sie hätte ihr Opfer, den Lehrer Max Rinke, auf dem Brocken ermordet. Ja, also so steht es ja auch in der Urteilsbegründung. So kann es aber nicht gewesen sein und so war es nicht. Alles, was wir vom Lehrer Max Rinke wissen, ist, dass er ein ziemlich großes Schwein war, oder wie wir auf Bayerisch sagen, ein Riesendrecksau. Was könnte uns besser bei der Rekonstruktion des Tathergangs mehr dienen als Armin, als ein Schweinskopf? Stiefenhofer, hier drin befindet sich ein Schweinskopf. Der wurde zur gleichen Jahreszeit wie die Tat am angegebenen Fundort der Leiche am Brocken oben 7 Tage lang ausgebracht. Laut Obduktionsbericht fanden sich in den Augenhöhlen des stark verwesten Max Rinke Maden von Schmeißfliegen. Hier in diesem Schweinskopf jedoch sind keinerlei Maden zu erkennen. Wollen Sie mal nachschauen? Nein. Dankeschön, nicht nötig. Wieso keine Maden im Schweinskopf? Das ist ganz einfach zu erklären. Für die Schmeißfliegenmaden, die das Warme und Feucht lieben, ist das Klima auf dem Brocken zu rau. Amen. Weiterhin sind auch mehrere Insekten, die auf der Liste aufgeführt und in der Leiche gefunden worden sind, im Schweinskopf, hier auf dieser Liste, im Schweinskopf nicht nachzuweisen. Und das beweist uns eindeutig, dass Tatort und Fundort nicht identisch sein können. großartig, Herr Pfarrer. Und damit ist das Geständnis der Haberkorn hinfällig. Ja, ist hinfällig, Herr Rechtsanwalt. Sagen Sie mal, Pfarrer Braun, warum hat aber dann diese Antonia Haberkorn sich selber der Tat bezichtigt? Also respektive, wer ist denn dann der wahre Mörder? Ja, mein lieber Stiefenhofer, das sind Fragen, die muss uns die Antonia Haberkorn selber beantworten. Wenn Sie es bitte reinholen würden. Vorführdienst, die Antonia Haberkorn, bitte. Antonia, nehmen Sie Platz. Vereidigen können wir später, oder? Muss halt Wahrheit sagen. Mein Assistent, der Armin Kopp, wird alles übersetzen. Ja. Bitte. Ja, bitte. There's no business like show business. Antonia, haben Sie eine große Liebe? Ja. Handelt es sich um den jungen Winfried Bär, der sich auch des Mordes bezichtigt? Ja. Antonia, wir wissen, dass Sie den Rinke nicht umgebracht haben. Wollten Sie Ihren Freund schützen? Hatten Sie eine sexuelle Beziehung mit Rinke? Er hat's probiert, mehrmals, oft, viel zu oft. Wusste Ihr Freund davon? Hat er deswegen den Max Rinke getötet? Touché. Ausgezeichnete Beweisführung, Herr Pfarrer. Dann beantrage ich, das Urteil gegen Antonia Haberkorn aufzuheben und den Winfried Bär wegen Mordverdachts zu verhaften. Gut, dann ergeht folgender Beschluss. Oder nicht? Da müssen wir aufpassen, Stiefenhofer, dass wir keinen Fehler machen. Herr Pfarrer, Sie haben der Wahrheitsfindung einen großen Dienst erwiesen. Was wollen Sie denn noch? Die ganze Wahrheit. Stimmt es, Herr Anwalt, dass Sie von einer gewissen Hermine Kluge beauftragt worden sind, diesen Fall wieder aufzurollen? Ja. Es ist auch richtig, dass Sie den Staatsanwalt Häberle gebeten haben, mit den Ermittlungen den eher bescheidenen Kriminalisten Geiger zu beauftragen. Entschuldigung, Geiger. Ist voll in Ordnung. Weil der nur die Hälfte rausfindet. Der Geiger war aber so schlau, mich gegen den Widerstand eines Gelübdes und gegen den Widerstand meiner Haushälterin, die zeitweise zum Hexenkult übergelaufen ist, ins Boot zu holen und in den Fall zu locken. Ja, und? Und stimmt es darüber hinaus, wie ich einem soeben erhaltenen Datenblatt, Armin, entnehmen kann, dass die Frau Hermine Kluge mit Mädchennamen Bär heißt? Kann sein. In welcher Beziehung steht die Frau Kluge zu dem Winfried Bär, dem Mordverdächtigen? Was weiß ich. Stiefenhofer, wir können den Winfried Bär auch selber fragen, der steht draußen. Nicht nötig. Winnie ist mein Halbbruder. Also bitte, das ist eine nicht öffentliche Anhörung. Stiefenhofer, das ist eine Fügung des Herrn. Antonia, bitte. Frau Kluge, warum will eine Halbschwester ihren Halbbruder in den Knast bringen? Vielleicht, weil der verhindern will, dass auf dem gemeinsam ererbten Grundstück ein altes Haus abgerissen wird, um Apartmenthäuser zu errichten? Unsinn. Ja, aber das ändert doch nichts am Tatbestand. Moment, Herr Kollege. Der Pfarrer Braun ist ja mit seinen Ausführungen noch nicht fertig. Oh, wir haben ja noch einen Schweinskopf. Amen. Dieser Schweinskopf wird uns einige Fragen zu beantworten haben. Winfried Bär hat gestanden, den Max Rinke auf dem Brocken umgebracht zu haben. Dass das nicht stimmen kann, haben wir mit dem anderen Schweinskopf bewiesen. Dieser Schweinskopf weist nun hier den gleichen Insektenbefall auf, wie er an der Leiche von Max Rinke gefunden worden ist. Und dieser Schweinskopf lag im Haus der Frau Kluge, wo Max Rinke gewohnt hat. Das beweist uns eindeutig, Max Rinke muss im Haus der Frau Kluge zu Tode gekommen sein. Wollen Sie mal reinschauen? Nein. Herrn Winfried Bär, bitte. Herr Bär, wenn Sie bitte da vorne Platz nehmen, Frau Kluge, vielleicht dort hinten beim Herrn Rechtsanwalt Metzler, dem Amte wohlbekannt, ja. Tag. Winfried, wir wissen, dass die Antonia den Rinke nicht umgebracht hat. Genauso wissen wir, dass deine Selbstbezichtigung, den Rinke auf dem Brocken getötet zu haben, nicht stimmt. Wie war es wirklich? Okay, ich habe gelogen. Aber nur, weil ich Toni helfen wollte. Ich habe geglaubt, du warst's. Und ich habe geglaubt, du bist es gewesen. Und deswegen habe ich gelogen. Was ist geschehen? Der Rinke hat mir öfters bei sich in der Wohnung Nachhilfestunden gegeben. Das letzte Mal hat er sich zu mir gesetzt und mich berührt. Mir war das unangenehm, aber ich habe mich weiter auf meine Arbeit konzentriert. Dann hat er es ein zweites Mal getan. Ich habe ihn angeguckt. Er hat mich wieder angefasst. Ich habe ihm gezeigt, dass ich das nicht wollte. Bin aufgestanden. Ich habe mich gegen ihn gewehrt. Habe ihm gezeigt, dass ich das nicht will. Ich habe ihn weggestoßen. Dann ist er hingefallen. Er ist auf einen Tisch gefallen und hat sich den Kopf verletzt. Ich war ganz entsetzt und in Panik und bin davon gerannt. Und wie ist der Leichnam von dem Rinke auf den Brocken gelangt? Das war ich. Toni ist zu mir gekommen und hat mir alles erzählt. Da bin ich zum Haus gerannt. Da lag der Rinke und war tot. Ich habe geglaubt, Toni hat ihn umgebracht. Dann habe ich gewartet, bis es dunkel war und dann... Und dann? Dann habe ich den Rinke in meinen Anhänger gepackt und dahin gebracht, wo er hingehört. Auf den Brocken zum Teufel. Und der hat ihn hoffentlich auch geholt. Na, dann ist die Sache ja klar. Gemeinschaftlicher Mord. Oder, Herr Pfarrer? Zwei Geständnisse aus Liebe. Eine wunderschöne Geschichte, aber... Was heißt jetzt aber? Aber halt bloß eine Geschichte. Die Spurensicherung hat ja nur am vermeintlichen Tatort ermittelt. Wogegen mein Mesner, der Armin, bring's einmal her, der hat sich dagegen am richtigen Tatort umgesehen und hat da einige Sachen sichergestellt, die ich bis dato nicht einordnen konnte. An diesem ganzen Zeug klebt, wie mir das Kriminallabor versichert hat, das Blut von Max Rinke. Und jetzt, Frau Kluge, schauen Sie mal her da. Wie kommt das Blut von Max Rinke auf Ihren Krückstock? Darf ich mal? Danke. Passt. Ich rate meinem Mandanten nach. Sie, Herr Anwalt, raten jetzt gar nichts mehr. Bitte, Frau Kluge. Der Rinke hat einfach nicht ausziehen wollen. Obwohl ich mit meiner Baufirma total überschuldet war. Ich hätte das Geld von dem Grundstücksverkauf dringend gebraucht. Und da haben Sie die günstige Gelegenheit beim Shop vergriffen, oder? Haben gesehen, wie die Antonia aus dem Haus kommt? Sind hineingegangen? Mit dem Krückstock den Rinke erschlagen, wo sie später gesehen haben, dass ihr Halbbruder auch die Leiche noch beseitigt, waren sie aus dem Schneider. Ich frage mich nur, warum wollten sie den Fall wieder aufrollen? Der sture Winnie hat einen Abrissstopp erwirkt. An dem Grundstück hat er ein Mitspracherecht, weil wir es von unserem gemeinsamen Vater geerbt haben. Der Winnie hat mich ruinieren wollen, mich und meine Firma. Wenn er aber als Mörder überführt worden wäre, hätte er nichts mehr machen können. Dann hätte ich freie Hand gehabt. Mir steht das Wasser bis zum Hals. Dann ist der wenigstens sauber, wenn sich die Schlinge drumherum zuzieht, die für andere ausgelegt war. Ja, dann haben wir ja jetzt ein Geständnis. Respekt. Tabernakel Colombo. Respekt. Ich habe ja ein paar Pfunde, mit denen ich wuchern kann. Amen. Glaub mir, es ist besser so. Die beiden lieben einander so sehr, dass sie für den anderen Mord gestanden haben. Funk ganz privat. Ja, nun ist er ja eingetreten. Wer? Ja, der Erfolgsfall. Dann muss ich ja auch zu euch eintreten, zu euch. Katholiken, meine ich. Spricht er das Herz des Gottsuchers? Ich sag mal, ein Mann, ein Wort. Dann Geiger sei Ihnen Ihr Wort erlassen, weil wir haben schon genug Karteileichen in der katholischen Kirche. Bischof. Braun? Pfarrer Braun. Trifft es zu, dass Sie einem Ex-Kriminellen die niederen Weihen erteilt haben? Das ist richtig. Was erlauben Sie sich? Sie haben doch selber gesagt, ich soll mir was einfallen lassen in Sachen Beichte. Und da verweise ich auf Lukas 23, 43. Da sagt der Herr, zu dem der neben ihm am Kreuze hängt, wahrlich, ich sage dir, noch heute Abend wirst du mit mir im Paradies sein. Und wer daneben neben Jesus hängt, das war keine Exzellenz. Das war der Verbrecher. Jetzt hat er aufgelegt. Amen. Du kannst über die Liebe Gottes sagen, was du willst. Man hat keinen Liebeskummer.